So, dann wollen wir, nachdem wir diese wichtigen Dinge beraten haben, wollen wir doch jetzt wieder in die aktuelle Tagesordnung einsteigen. Wir kommen zu den Aktuellen Stunden. Tagesordnungspunkt 50, Aktuelle Stunde, Fraktion der AfD, Situation hessischer Unternehmen und Steuereinnahmen Hessens, zum Beispiel für soziale Belange angesichts von Steuervermeidung in der Europäischen Union, 20643. Und es spricht der Kollege Richter. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Diese Aktuelle Stunde bezieht sich auf die Steuervermeidung innerhalb der Europäischen Union, die deutlich aufzeigt, mit Solidarität hat diese Europäische Union nichts zu tun, aber mal gar nichts. Durch Steuervermeidung in der Europäischen Union gibt es Mindereinnahmen. Hören Sie zu, dann können Sie es hinterher sagen. Der Mitgliedstaaten in Höhe von 1 Billion €. Angesichts einer stark gestiegenen Steuerbelastung und auch im internationalen Vergleich sehr hoher Sozialversicherungsbeiträge ist dies für die Bürger unseres Landes ein erhebliches Problem. Wir müssen unbedingt ansprechen, wer die Berater der Europäischen Union sind, nämlich große Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, welche nicht nur beratend für die EU tätig sind, sondern zugleich auch Konzerne bedienen und diesen aufzeigen, wie man Steuern vermeidet. Da bekommen also große Wirtschaftsprüfungsgesellschaften Millionen von der Europäischen Kommission, um Steuergesetzgebungen auszuarbeiten, während sie zeitgleich für weitere Millionen ihr Insiderwissen an große Konzerne weitergeben. Erlauben Sie mir dazu, einen einzigen Ausdruck zu gebrauchen: Wahnsinn. Das alles angesichts einer Vergangenheit in der EU, wo man uns Besserungen versprochen hatte. Denn unbekannt ist diese Problematik natürlich nicht. Nur diese Besserung hat nicht stattgefunden. Es ist sogar schlimmer geworden. Stattgefunden hat z.B. mehr als eine Vervierfachung der Steuerdeals in Luxemburg. Stattgefunden hat auch eine Steuervermeidung in Deutschland. Experten schätzen die entsprechenden Mindereinnahmen für Deutschland auf rund, hören Sie genau zu, 100 bis 160 Milliarden € pro Jahr. Damit ist Deutschland selbst, die wir gerne mit Fingern auf andere zeigen, zu einer Steueroase geworden. Wie geht die Politik in Hessen damit um? Was sind die Schlüsse und Konsequenzen, die wir als verantwortliche hessische Politiker daraus ziehen? Es ist unsere Aufgabe, Politik für die hessischen Bürger zu betreiben, und somit müssen wir exakt hier den Finger in die Wunde der Europäischen Union und auch der Bundesregierung legen, denn der Versuch der Schaffung von Transparenz in der EU war und ist nur ein Taschenspielertrick, um zu verbergen, dass hinter dem Rücken die Steuervermeidungspolitik zulasten der mittelständischen Unternehmer, Arbeitnehmer und somit aller Bürger weiter stattfindet. Wie erklären Sie, meine Damen und Herren der etablierten Parteien, wenn Sie auf Wahlplakaten die Europäische Union als solidarisch darstellen, den Menschen in Hessen, dass sie mit einer hohen Steuer- und Abgabequote diese fehlenden Steuergelder ausgleichen müssen? Sie, meine Damen und Herren, schauen unverhohlen, manchmal mit ein wenig Protest, exakt dieser Steuervermeidungspolitik in der Europäischen Union und auch in Deutschland zu, obwohl dies die wohl stärkste Ursache für die weltweit hohe und zunehmende Vermögenskonzentration ist. Niemand braucht sich angesichts der europäischen und damit auch deutschen Politik zu wundern, wenn die Steuereinnahmen in den kommenden Jahren im erheblichen Maße sinken und nur Steuererhöhungen die Mindereinnahmen ausgleichen können. Diese Politik, meine Damen und Herren, ist zutiefst unsozial und stellt uns als Sozialpolitiker vor große Probleme, da zwingend notwendige Gelder im sozialen Bereich nicht verfügbar sind und sich damit große Konzerne aus der sozialen Verantwortung stehlen. Dies bedeutet eine erhebliche Wettbewerbsverzerrung für unseren Mittelstand, der angesichts seiner hohen Steuer- und Abgabequote immer mehr wegbricht und uns damit die Basis unseres wirtschaftlichen Handelns und Erfolges in Deutschland, auch in Hessen, genommen wird. Werfen Sie einen Blick auf unsere hessischen Gemeinden, wenn große Unternehmen keine Gewerbesteuern mehr zahlen und der breite Mittelstand nicht mehr existent ist, um dies auszugleichen. Aktuell in meiner Heimat ist dies in Baunatal aufgrund der Volkswagen AG und in Niestetal aufgrund von SMA deutlich zu erkennen.
Den Bürgern vor Ort kann niemand vermitteln, dass Gebühren und Hebesätze in hohem Umfang steigen. Den Bürgern kann niemand mehr vermitteln, dass das Land Hessen nicht bereit ist, die kommunalen Selbstverwaltungen finanziell so auszustatten, dass diese keine Steuern erhöhen müssen. Meine Damen und Herren, eine gute soziale Politik funktioniert nur auf einer breiten und vernünftig ökonomischen Basis. Die Bürger wissen derzeit noch nicht, was auf sie zukommt, denn neben der Steuervermeidung für Großkonzerne und einem wegbrechenden Mittelstand werden leider auch unsere Schlüsselindustrien seitens der Politik in Deutschland Stück für Stück zerschlagen. Wir lösen diese Situation nur durch einen hohen öffentlichen Druck, durch Politik und Bürger. Damit bin ich am Ende meiner Rede. Wir lösen diese Problematik nicht durch einen Antrag wie den der Regierungskoalition als Reaktion auf unsere Aktuelle Stunde. Dieser ist, meine Damen und Herren, pure Augenwischerei und reine Schaufensterpolitik zur Ablenkung eigenen Versagens. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Das Wort hat der Kollege Jan Schalauske, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Anwesende auf der Besuchertribüne! Die AfD fordert in ihrem Programm zur Bundestagswahl 2017 die Abschaffung der Erbschaftssteuer. Sie wehrt sich gegen die Wiedereinführung der Vermögenssteuer, und sie wünscht sich eine faire, also niedrige Unternehmensbesteuerung. Die Steuerpolitik der AfD ist nichts anderes als ein großes Steuervermeidungsprogramm für Superreiche, Vermögende und Großunternehmen. Und deswegen ist es mehr als dreist, wenn sich hier und heute die AfD-Fraktion so darstellt, als würde sie sich ernsthaft gegen Steuervermeidung einsetzen. Sie versuchen, sich als Anwalt der kleinen Leute zu verkaufen, lassen sich aber in Form von Parteispenden vom Mövenpick-Spender und Milliardär finkfinanzieren. Das ist die Wahrheit, meine Damen und Herren. Nein, die AfD-Fraktion, die sorgt sich nicht um Steuervermeidung und Steuerhinterziehung. Schauen wir uns doch einmal an, was prominente AfD-Abgeordnete dazu so machen. Nehmen wir z.B. Frauke Petry. Die war immerhin Bundesvorsitzende ihrer Partei. Im Moment sieht sie sich einem Prozess wegen Steuerhinterziehung in Leipzig ausgesetzt. Oder gegen den Nachfolger von Herrn Gauland im Brandenburgischen Landtag, ein gewisser Herr Jan-Ulrich Weiß, der wurde erst vor wenigen Monaten für eine Bewährungsstrafe von 22 Monaten verurteilt, wegen Steuerhinterziehung und Zigarettenschmuggel. Nehmen wir doch die Fraktionsvorsitzende Frau Weidel, die ja einige Zeit als Analystin von Goldman Sachs, also von diesen Beratungsgesellschaften, die Sie hier kritisieren, gearbeitet hat. Gegen die wird wegen dubioser Parteispenden ermittelt. Ihre Abgeordnetenimmunität ist sogar aufgehoben worden. Der Grund? Eine Spende von über 130.000 €, die eine Schweizer Pharmakonzern vor der Bundestagswahl gestückelt an den Kreisverband im Bodensee gezahlt hat. Meine Damen und Herren, Parteispenden von Schweizer Bürgern sind illegal. Sie haben illegale Parteispenden angenommen. Und dann nehmen wir doch den Vorsitzenden der Bundestagsfraktion, Herrn Gauland. Auch da war der Presse zu entnehmen, gegen ihn wird ermittelt. Ja, weshalb? Wegen Steuerhinterziehung. Ihre Bundestagsfraktion, und vielleicht sehen Sie das auch so, die haben das als privaten Steuerfehler bezeichnet. Na ja, die Wertung will ich mal jedem überlassen. Aber wenn man all diese Fälle zusammenzählt, dann ist die AfD die größte Steuervermeidungspartei in Deutschland, meine Damen und Herren. Die AfD ist die größte politische Steueroase in diesem Land. Und das Geld der hessischen und der bundesdeutschen Steuerzahlerin, das ist für Sie ein Selbstbedienungsladen. Das ist die Wahrheit, meine Damen und Herren. Und auch Ihr Personal hier in Hessen ist kein Ruhmesblatt für den Umgang mit Steuergeldern. Ich denke da z.B. an den Herrn Glaser, der für Sie im Bundestag sitzt.
für manche, bei denen es jetzt vielleicht nicht klingelt. Herr Glaser war ein Stadtkämmerer der CDU in Frankfurt. Er hat mit windigen Fonds an der Stadtverordnetenversammlung vorbei öffentliche Mittel in Höhe von 80 Millionen € spekuliert. Und zum Dank hat die AfD ihn sogar in den Bundestag geschickt. So viel zum Thema Umgang mit Steuergeld, meine Kollegen von rechts außen. Und dass jetzt ausgerechnet von Ihnen hier etwas zu Steuergerechtigkeit und Steuerehrlichkeit gesagt wird, das ist ungefähr so glaubwürdig, als würden sich Ihre feinen Freunde von der FPÖ als Vorkämpfer für Pressefreiheit und Korruption inszenieren. Wer Freunde wie die FPÖ hat, für die die Politik käuflich ist und ein Selbstbedienungsladen, der sollte hier ganz, ganz kleine Brötchen backen, meine Damen und Herren von rechts außen. Ja, wem es ernst ist mit dem Kampf gegen Steuervermeidung, der muss die Gesetze ändern, die Cum-Ex und Cum-Cum-Geschäfte ermöglicht haben, mit denen sich wenige eine goldene Nase verdient haben. Der muss den Steuerraub an der Allgemeinheit verhindern. Der muss dafür sorgen, dass diese Steuerdiebe hinter Gittern kommen. Und dazu brauchen wir mehr für Steuergerechtigkeit in Europa und in Deutschland. Wer den Steuerraub beenden will, der muss endlich die großen Konzerne ordentlich besteuern, Mindeststeuersätze für Großkonzerne in Europa und einen funktionierenden Informationsaustausch vereinbaren. Völlig klar. Dafür aber brauchen wir eine solidarische Politik von links und keine rechte Alternative von Aktienhändlern und Hardcore-Neoliberalen. Für eine gerechte Besteuerung sind Sie jedenfalls keine Alternative. Meine Damen und Herren, ich will noch einmal darauf hinweisen, es gibt keine Intervention in der Aktuellen Stunde bei 5 Minuten. Und in der Aktuellen Stunde wird halt sehr breitbeinig diskutiert. Das ist nun einmal so. Ich habe empfohlen, wenn ihr Probleme habt, sprecht es einmal im Ältestenrat an. Aber wir haben heute so viel, macht man heute gerade durcheinander. Also dann lasst es heute mal so. Gut. Dann ist die nächste Rednerin die Frau Kollegin Waschke von der SPD. Sehr verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich mache es mal mit Verlaub ein bisschen weniger breitbeinig, wenn ich darf. Wir feiern heute und haben gerade gefeiert 70 Jahre deutsches Grundgesetz. Und genau wie dieses Grundgesetz ist auch die europäische Idee ein soziales Versprechen von Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit. Das sehen wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten genauso. Und wir haben das gerade in einer wirklich sehr beeindruckenden Rede von Professor Posseck auch so gehört. Und da ist es wirklich schwer zu verstehen, dass bei vielen auf der einen Seite die Rente nicht für ein auskömmliches Leben im Alter reicht und auf der anderen Seite große Konzerne Milliarden an Steuergeldern verhindern, vermeiden oder hinterziehen. Darüber reden wir heute. Die SPD-Landtagsfraktion hat bereits im April einen Antrag eingebracht, der sich mit der Steuergerechtigkeit beschäftigt und den wir heute mitberaten. Wir fordern darin die hessische Landesregierung auf, das Engagement der Europäischen Kommission zu unterstützen, eine größere Steuertransparenz und damit mehr Gerechtigkeit in Europa herzustellen. Und wir fordern die Landesregierung auf, im Bundesrat den Vorschlag der EU-Kommission zur länderbezogenen Steuertransparenz großer Konzerne zu unterstützen. Und Kollegen von der AfD, es hilft halt nicht zu wettern, man muss auch was tun. Und ganz wichtig, in unserem Antrag begrüßen wir ausdrücklich die Initiative unseres Bundesfinanzministers Olaf Scholz zur Einführung einer europäischen Finanztransaktionssteuer. Eine Finanztransaktionssteuer, die Kleinanleger schont, aber die Hochgeschwindigkeitshandel besteuert.
Und da bin ich dann wirklich neugierig darauf, wie sich die CDU heute bei der Abstimmung unseres Antrags verhalten wird. Denn auf Bundesebene kritisieren Sie ja heftig den SPD-Finanzierungsvorschlag zur Grundrente. Wir wollen die Grundrente über eine Steuereinnahme aus der europäischen Finanztransaktionssteuer mitfinanzieren. Und die CDU kritisiert das als ungedeckten Scheck. Und da, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, haben Sie heute hier in diesem Hause die Gelegenheit, die Einführung einer Finanztransaktionssteuer und damit die Einführung einer Grundrente in Deutschland zu unterstützen, indem Sie unserem Antrag zustimmen. Wir wollen mit der Grundrente dafür sorgen, dass sich die Menschen auf ein Kernversprechen des Sozialstaates verlassen können, nämlich wer jahrzehntelang in die Rentenkasse eingezahlt hat, soll auch im Alter auskömmlich von seiner Rente leben können. Und dafür übrigens braucht man keine Bedarfsprüfung. Wir wollen eine solide finanzierte, auf Jahrzehnte verlässliche Grundrente, unabhängig von Kassenlage und Konjunktur. Und ja, wir wollen diese Grundrente mit einer Finanztransaktionssteuer mitfinanzieren. Und im Übrigen könnten wir diese Finanztransaktionssteuer schon seit Jahren haben. Und wir scheitern immer wieder am Widerstand der CDU. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist ja nicht so, dass wir Neuland betreten. Viele Länder, beispielsweise die USA oder Großbritannien, besteuern seit Jahren und Jahrzehnten Kapital- und Finanzgeschäfte. Neben einer Finanztransaktionssteuer müssen wir aber auch unser Engagement gegen Steuervermeidung drastisch erhöhen. Wer Milliardenbeträge erwirtschaftet, muss einen fairen Anteil für eine solidarische Gesellschaft leisten und angemessen besteuert werden. Bundesfinanzminister Olaf Scholz bringt mit seiner Gesetzesinitiative zur EU-Geldwäscherichtlinie ein Bündel von Maßnahmen auf den Weg, unter anderem ein sogenanntes Transparenzregister, um Briefkastenfirmen leichter aufdecken zu können. Und da sage ich auch noch einmal deutlich, auch hier hoffen wir auf die Unterstützung unseres Koalitionspartners im Bundestag. Frau Kollegin Waschke, Sie müssen zum Schluss kommen. Genau. Danke. Für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ist unser Grundgesetz ein soziales Versprechen. Mit Maßnahmen wie der Grundrente, der Finanztransaktionssteuer wollen wir diesem Versprechen ein Stückchen näher kommen. Mit all diesen Maßnahmen zeigen uns aber auch, es geht nur gemeinsam in Europa. Vielen Dank, Frau Kollegin Waschke. Das Wort hat der Abg. Frank-Peter Kaufmann, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ja, Frau Kollegin Waschke, das mit dem breiten Aufstellen haben Sie nicht so ganz mitgemacht bezüglich der Rustikalität des Vortrages. Da hat mir der Kollege Schalauske deutlich besser gefallen. Aber bezüglich dem Abweichen vom Thema waren Sie kaum zu schlagen. Es ist in der Tat allerdings bei dieser beantragten Aktuellen Stunde nicht so ganz leicht herauszufinden, was die Antragsteller eigentlich wollten. Dass sie genau die Richtigen sind, in Anführungszeichen gesetzt, das Thema Steuerverkürzung hier zu thematisieren, hat der Kollege Schalauske in nicht zu überbietender Art bereits deutlich gemacht. Dem muss ich nichts hinzufügen. Aber zusammengefasst gesagt kann man nur feststellen, der Vortrag von Herrn Kollegen Richter war zumindest für jemanden, der an Sachfragen interessiert ist, völlig ungenießbar.
Europa soll mal wieder herhalten für alles, was Sie kritisieren wollen in Ihrer populistischen Art. So, den kleinen Mann, der ist dran. Der muss darunter leiden, dass wir Europa haben. Es ist ja nicht ohne Grund heute gesetzt, drei Tage vor dem Wahltag. Das verstehen wir schon. Nur eine Sachaussage ist damit nicht verbunden. Und insoweit ist das, was Sie vorgetragen haben, auch keiner weiteren Rede wert. Meine Damen und Herren, was die SPD, was die Kollegin Waschke hier uns gerade erzählt hat, hatte ich so ein bisschen erwartet. Weil einer der sozusagen Gags im Europawahlkampf bei der SPD ist ja jetzt der Vorstoß, sozusagen der Heil bringen soll, nämlich die Grundrente. Und da die Grundrente nicht finanziert ist, hat der Bundesfinanzminister jetzt sozusagen das Thema Finanztransaktionssteuer hochgeholt. Und das haben Sie versucht, elegant hier rein zu vermischen. Dazu muss man feststellen, dass Sie damit versuchen, den Hessischen Landtag dazu zu Hilfe zu holen, dass Sie in den Koalitionsverhandlungen in Berlin mal wieder gescheitert sind. Weil Sie haben eine Vereinbarung getroffen. Sie haben eine Vereinbarung getroffen, die erstens keine Steuererhöhung vorsieht und insoweit alles das, was jetzt zur Finanzierung von der CDU abgelehnt wird. Ich bin das sachlich nicht unbedingt bei der CDU, aber ich bin auch nicht auf der Bundesebene für die Koalitionsvereinbarung verantwortlich. Wir sind das nicht. Mit uns hätte es anders ausgesehen. Davon können Sie ausgehen. Aber die Lage ist, wie sie ist. Und deswegen, die Kolleginnen und Kollegen der SPD glauben doch nicht allen Ernstes, dass wir versuchen, Sie sozusagen bei Ihrem Streit in Berlin hier zu unterstützen. Das ist nun wahrlich nicht unsere Aufgabe. Und das Zweite ist, was Sie hier sozusagen auch noch uns unterjubeln wollen, verehrte Kollegin Waschke, im Antrag steht es ja ganz deutlich drin, Sie wollen nicht die kleinen Leute, sondern Sie wollen sozusagen den Hochgeschwindigkeitshandel treffen. Und vielleicht hilft Sachkunde doch ein bisschen weiter. Und Sie gucken die Debatte sich genauer mal an, weil genau der Vorschlag vom Bundesfinanzminister das exakt nicht tut, weil er sich ausschließlich auf den Aktienhandel bezieht und genau dort die Probleme mit der Hochgeschwindigkeit und den daraus resultierenden Folgen nicht auftreten. Ich kann nur an diesem Beispiel das Stichwort Derivate nennen, die bei ihm nicht vorkommen, die aber sozusagen die Produkte sind, wo genau der Hochgeschwindigkeitshandel diese, sagen wir, Auswüchse treibt. Also, Thema auch an dieser Stelle deutlich verfehlt. Meine Damen und Herren, insoweit die aus meiner Sicht von beiden Seiten im Hause eher verunglückten, versuchten Beiträge zum Wahlkampf, der ja hoffentlich, nein, Gott sei Dank, am Sonntag dann enden wird. Und dann haben die Wählerinnen und Wähler das Wort und entscheiden. Und das genau ist gut so. Wir sind da guten Mutes für den Sonntag. Und wir werben dafür, wenn ich den Werbeblock auch noch anschließen darf, wie die Kollegen, die Partei, die für ein nachhaltiges Europa in unseren Augen die einzig wahre europäische Partei zu wählen. Und das sind natürlich, Sie haben sich gedacht, die Grünen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Kaufmann. Das Wort hat der Abg. Michael Ruhl, CDU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wie der Herr Kaufmann habe ich mich am Anfang auch gefragt, was denn die AfD jetzt eigentlich mit diesem Thema diskutieren möchte. Und auch wenn ich mir den SPD-Antrag durchgelesen habe, war da jetzt auch nicht wirklich viel Fleisch dran. Deswegen fange ich jetzt mal ein bisschen sachlich an, über das Thema Steuervermeidung zu sprechen, weil das hatte ich zumindest den Eindruck, dass das Kern des Themas sein sollte. Und dann möchte ich mal erklären, was wir eigentlich als Landesregierung hier schon für Erfolge zeigen können. Steuerkriminalität und aggressive Steuervermeidungsstrategien schädigen massiv unser Gemeinwesen. Ein funktionierender Staat ist natürlich auf verlässliche Einnahmen angewiesen. Und um es klar zu sagen, wer Steuern hinterzieht, begeht kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer mittels aggressiver Steuervermeidungsstrategien Gewinne in dem Sinne verschiebt, dass er kaum noch Steuern zahlt, untergräbt die gesellschaftliche Akzeptanz des Steuerrechts. Das muss schon allein aus Gründen der wettbewerblichen Fairness gegenüber steuerehrlichen Unternehmen bekämpft werden. Schon heute können wir dabei auf einige Erfolge zurückblicken. Vor gut zwei Wochen haben Finanzminister Dr. Schäfer
und Oberfinanzpräsident Rosberg den Jahresbericht der Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main vorgestellt. Dabei konnte berichtet werden, dass Fahnder und Prüfer der hessischen Steuerverwaltung über 2 Milliarden € für uns Hessen hereingeholt haben. Weiterhin ist Hessen federführend für ganz Deutschland bei der Auswertung der Panama Papers und Paradise Papers tätig. In mühsamen, komplexen und langwierigen Verfahren werden Millionen von Daten akribisch analysiert. Das zeigt die große fachliche Expertise und das technische Know-how der hessischen Steuerverwaltung. Das ist eine eindeutige Bestätigung der hervorragenden Arbeit, für die ich mich ganz herzlich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanke. Um Steuerkriminalität auch weiterhin effektiv zu bekämpfen, werden wir unsere schlagkräftige Finanz- und Steuerverwaltung personell und technisch noch weiter verstärken. Wir werden auch in dieser Wahlperiode jedes Jahr wieder mehrere hundert neue Steueranwärterinnen und Anwärter einstellen und die Zahl der Betriebsprüfer signifikant erhöhen, wo wir gezielt BWLer einsetzen, um uns noch breiter aufzustellen. Auf europäischer Ebene befürworten wir zudem das sogenannte Country-by-Country-Reporting, bei dem große internationale Konzerne gegenüber Steuerbehörden der EU ihre Umsätze, Gewinne und Steuerzahlungen in den einzelnen Nationalstaaten offenlegen müssen. Internationale Zusammenarbeit der Steuerbehörden und Transparenz sind wirksame Mittel gegen Steuervermeidung. Ich komme aber auch noch einmal zum Kern des SPD-Antrags. Im Antrag steht ja noch, dass die Finanztransaktionssteuer für ein Eurozonenbudget verwendet werden soll. Jetzt will die Frau Waschke und der Herr Heil das Ganze für die SPD-Rente verwenden. Also wir nehmen eine Steuer, die es noch nicht einmal gibt, und geben sie schon gleich zweimal wieder aus. Das ist ein bisschen merkwürdig. Und als CDU Hessen sehen wir die Einführung einer solchen Finanztransaktionssteuer durchaus skeptisch. Und ich will das einmal kurz begründen, warum. Der Finanzplatz Frankfurt ist einer der bedeutendsten Finanzplätze Europas. Hier sind nicht nur die deutsche Börse und die größten deutschen Institute heimisch, sondern haben auch die meisten international bedeutenden Institute eine Niederlassung. Als Standort der Bundesbank, FSMA, BaFin Wertpapieraufsicht, EZB, SSM und EIOPA ist Frankfurt zudem der europäische Aufsichtsstandort. Ich hätte mir auch gewünscht, dass im Zuge der neuen Standortwahl der EBA Frankfurt den Zuschlag bekommen hätte. Wir müssen auch festhalten, vor 30 Jahren konkurrierte der Finanzplatz Frankfurt mit Stuttgart und Hamburg, vor 20 Jahren mit Paris und Mailand. Heute müssen wir uns international behaupten. Und um ehrlich zu sein, wir spielen nicht in der Liga von New York, London, Hongkong oder Singapur. Und das ist durchaus bedenklich. Wenn wegen des Brexits London die Europäische Union verlässt, haben wir in der Rest-EU kein Finanzplatz von internationaler Bedeutung mehr. Nur zum Vergleich. In Frankfurt arbeiten rund 65.000 Menschen in der Finanzbranche. In London sind es über 800.000. Wenn wir nun eine europäische Finanztransaktionssteuer einführen, die dann ja in London nicht eingeführt würde, würde das sämtliche europäischen Finanzplätze im internationalen Vergleich weiter schwächen. Im Ergebnis würde in Europa nur noch das Kontinentalgeschäft abgewickelt, während die internationalen Geschäfte an Europa vorbeigetätigt würden. Ob das für eine so bedeutende Wirtschaftsmacht wie die EU förderlich ist oder ob wir nicht wegen unserer Bedeutung einen entsprechenden Finanzplatz brauchen, ist für uns klar zu beantworten. Wir müssen auch im europäischen Interesse den Finanzplatz Frankfurt stärken. Die Einführung einer Finanztransaktionssteuer darf deshalb nicht dazu führen, dass die Wettbewerbssituation des Finanzplatzes Frankfurt geschwächt wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Michael Rohl. Das Wort hat die Frau Abg. Schardt-Sauer, FDP-Fraktion. Bitte sehr, Marion. Werter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Also, lieber Herr Kaufmann, ich habe ja gestern schon ganz fasziniert und ehrfürchtig aus der Sicht der Welpen gewartet, dass Sie etwas Inhaltliches erklären. Heute Morgen habe ich genauso auch gebannt gelauscht. In den ganzen fünf Minuten muss ich aber wiederum abarbeiten an anderen. Diesmal war ich nicht da mit der Pressemeldung. Sie mussten die anderen Mitbewerber nehmen. Wäre es auch schön, einmal zu erfahren, was die grüne Fraktion zu dem Thema denkt. Ja, werte Kollegen, europäische Steuerpolitik, die große Klammer über diese Aktuelle Stunde. Dazu zwei Feststellungen vorab.
Das Land Hessen, werte Kollegen von der AfD, profitiert wie kaum eine andere europäische Region vom gemeinsamen europäischen Binnenmarkt. Und Hessen hatte noch nie so hohe Steuereinnahmen wie im letzten Jahr. Und die Steuereinnahmen des Landes, gestern Thema, sollen auch in den kommenden Jahren weiter steigen. Und nun zur europäischen Steuerpolitik. Die Europäische Union hat kaum eine Rechtsetzungskompetenz für originäre europäische Steuern. Und im Bereich der Steuern, das gehört zur Redlichkeit bei Forderungen, herrscht das Einstimmigkeitsprinzip. Aus Sicht der FDP soll das bitte auch so bleiben, denn wir treten für einen fairen Steuerwettbewerb zwischen den Mitgliedstaaten ein. Aber, und das ist, glaube ich, auch in der Analyse klar, außer dass oft keine Antworten kommen, es braucht klare Regeln und konsequente Einhaltung. Hier gibt es Handlungsbedarf. Der Ruf nach neuen Steuern ist das nicht. Die Antworten sind nicht so einfach. Und Populismus à la AfD oder Klassenkampf à la Linke bietet den Menschen keine Lösung in der Situation. Unternehmensbesteuerung, ein großes Handlungsfeld. Es ist dringend nötig, eine Vergleichbarkeit der steuerlichen Belastung herzustellen. Dazu braucht es eine einheitliche Bemessungsgrundlage. Denn derzeit müssen Unternehmen in der EU 28 Unternehmenssteuersysteme anwenden. Einfach sieht anders aus. Steueroasen, wo Lücken im Steuerrecht ausgenutzt werden, betreiben keinen Steuerwettbewerb. Das muss man trennen, sondern ermöglichen aggressive Steuerplanung. Diese sogenannten Tax-Deals, werte Kollegen, lehnen wir entschieden ab. Denn sie diskriminieren kleine und mittlere Unternehmen. Die fallen bei solchen Planungen, wo die gar nicht mithalten können, durch Rost und Laufen auch vor allen Dingen Gefahr, vom Markt verdrängt zu werden. Oder nehmen Sie Umsatzsteuer. Hier besteht auch Handlungsbedarf. Denn in der Tat, im Jahr 2016 sind 147 Milliarden € durch sehr komplexe Betrugsmodelle, das sind schon Promotionsthemen, verloren gegangen. Es braucht eine Vereinfachung, um diese Umsatzsteuerkarusselle trockenzulegen. Und nun wird von den Großkoalitionären unterstützt, von den GRÜNEN als Allheilmittel in diversen Anträgen die Finanztransaktionssteuer genannt. Wir seitens der Freien Demokraten lehnen dies ab. Denn worum geht es denn hier? Seit 2011, in der Finanzkrise, ging es los, wurde gefordert, auch der reiche, Stichwort Klassenkampf, Finanzsektor muss seinen Beitrag leisten. Mit dieser Steuer bekommt man aber, werte Kollegen, konstruktive Vorschläge gerne, keine Schlupflöcher in den Griff. Im Gegenteil, es gibt auch neue Gestaltungsfantasien. Und am Ende, werte Kollegen, so viel gehört auch zur Ehrlichkeit. Wir hatten heute Morgen einen sehr schönen Vortrag zur Kommunikation auch mit der Bevölkerung. Das ist eine Steuer, so abstrakt die auch genannt wird. Und wie bei allen Steuern folgt die Steuerüberwälzung, die Kosten am Ende auf den Anleger und Verbraucher. Die Steuer wird die EU stärken, sagt die SPD. Nein, diese Steuer wird nicht die EU stärken. Sie wird schaden. Sie wird weiter schaden, weil sie verkompliziert, weil nur Megakonzerne diese Umgehungsstrategien beherrschen und nur Kleinanleger sich im Netz verfangen und die Zeche zahlen. Und Ihr Vorschlag, und der Vorschlag Ihres werten Kollegen Scholz, der wirklich nach jedem Rettungsanker sozusagen sucht momentan, eine Börsensteuer, die auf den Aktienhandel zielt. Aktienhandel als Teil der Altersvorsorge. Und dann argumentieren Sie, Sie wollen die Grundrente, eine Altersvorsorge, damit finanzieren, dass Sie im Grunde jegliche Form der privaten Altersvorsorge kaputt machen. Was ist das dann bitte für eine Logik? Frau Kollegin, Sie müssen zum Schluss kommen. Und ebenso in Richtung der CDU. Herr Roth, Sie haben sehr lange ausgeführt, warum das den Finanzplatz Standort Frankfurt stärken wird. Die Finanztransaktionssteuer ist eine erhebliche Bedrohung für den Finanzplatz Frankfurt. Deshalb lehnt die FDP das ab. Das ist keine Lösung. Im Gegenteil, es ist eine Gefahr. Vielen Dank. Vielen Dank. In der Landesregierung spricht Staatssekretär Dr. Worms.
Herr Präsident, Hohes Haus, ungeachtet der ziemlich verquasten Wortaneinanderreihung, mit der die antragstellende Fraktion ihren Punkt für die Aktuelle Stunde schriftlich begründet hat, zeigt die eben geführte Debatte doch eines. Steuerpolitik und Steuerrecht gehören zu den ewig aktuellen Themen. Und dies, obwohl oder gerade weil es hier eine Zielsetzung gibt, die wohl alle politischen und gesellschaftlichen Kräfte unterschreiben und unterstützen. Wir wollen und wir brauchen ein Steuersystem, das gerecht ist. Gerechte Steuern sind ein Gebot des Rechts, der Vernunft und der Fairness. Und ein gerechtes und auch als gerecht empfundenes Steuersystem ist elementar für den inneren Zusammenhalt einer staatlichen Gemeinschaft. Und wenn es auch so sein mag, dass es absolute Gerechtigkeit nicht auf Erden, sondern nur im Himmel gibt, fühlt sich die Hessische Landesregierung dem Kampf für Steuergerechtigkeit und Ehrlichkeit in besonderer Weise verpflichtet. Hessen ist da ausgesprochen aktiv und setzt sich anhaltend und mit Nachdruck auf allen Ebenen für dieses Ziel ein. Blicken wir zunächst auf die internationale Bühne, wo es international aufgestellten Großkonzernen nur zu häufig gelingt, wegen unterschiedlicher steuerlicher Regelungen in Nationalstaaten durch Gewinnverschiebungen eine angemessene Besteuerung zu vermeiden. Das ist nicht akzeptabel, weil nicht gerecht. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Vorstellung, außerhalb einer Staatengemeinschaft als einzelner Nationalstaat hier wirkungsvolle Mechanismen im Alleingang entwickeln und international durchsetzen zu wollen, wenig realitätsnah ist. Das bedeutet auf dem internationalen Parkett das Bohren dicker Bretter, ist langwierig und ist mühsam. Natürlich wäre es wünschenswert, wenn die Einigung zwischen den verschiedenen Staaten schneller voranstatten gehen würde. Aber zugleich sollten wir die bisherigen Erfolge nicht übersehen. Ich erinnere beispielsweise an den BEPS-Prozess, Base Erosion and Profit Shifting. Hier geht es um Maßnahmen gegen die Reduzierung der steuerlichen Bemessungsgrundlagen und gegen Gewinnverlagerungen. Und ich erinnere an die Anzeigepflicht für grenzüberschreitende Steuergestaltung. Deutschland hat darüber hinaus in den vergangenen Jahren auch bereits zahlreiche nationale Maßnahmen umgesetzt, um Gewinnverlagerungen wirksam entgegenzutreten. Ich nenne hier nur beispielhaft die sogenannte Zinsschranke und die Lizenzschranke. Hessen hat sich bei all diesen Maßnahmen in vorderster Linie engagiert, mit dem Ergebnis, die von Hessen entwickelte Zinsschranke wurde von der OECD übernommen und wird mittlerweile von vielen Ländern kopiert. Und im Bereich der Umsatzsteuerbetrugsbekämpfung, das Thema ist auch angesprochen worden, hat Hessen zudem in vielen Risikobereichen die Einführung der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers, das sogenannte Reverse Charge System, vorangebracht. Steuerschuldner ist hier nicht mehr der Leistende, sondern der, der die Leistung empfängt. Wir haben uns auch besonders bei der Einführung einer Haftungsnorm im Internethandel engagiert, die Steuergerechtigkeit und die Wettbewerbsgleichheit für Internethändler beim Warenhandel im E-Commerce-Bereich sichert. Und ich erinnere daran, dass die Hessische Steuerverwaltung gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt federführend für die anderen Bundesländer und auch für andere europäische Staaten die Panama Papers auswertet. Ein 3,2 Terabyte und fast 49 Millionen Dokumente umfassenden Datenbestand zu Offshore-Firmen, die ihren Sitz auch oder vorrangig aus Gründen der Steuervermeidung und Umgehung in weltweiten sogenannten Steueroasen haben. Aus diesem Datenbestand konnten bisher Daten zu über 1.500 Offshore-Firmen an die zuständigen nationalen und internationalen Finanzbehörden zur dortigen abschließenden Überprüfung und Auswertung zugeleitet werden. Bundesweit konnte so in bisher rund 150 Fällen ein Steuerstrafverfahren eingeleitet oder ein laufendes Verfahren unterstützt werden. Und neben den Panama Papers ist Hessen auch an der Sichtung der Paradise Papers sowie weiterer Leaks in enger und intensiver Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt für die deutschen Länder beteiligt, und zwar auch hier
federführend. Diese Schlaglichter sollen genügen, um zu belegen, Hessen tritt aktiv und nachhaltig auf Länder- und Bundesebene für mehr Steuerehrlichkeit ein und bekämpft aggressive Steuervermeidungsstrategien in Deutschland und der Europäischen Union. Dieser Kampf ist für die Hessische Landesregierung mehr als ein bloßes Lippenbekenntnis. Die Aufklärung und Bestrafung von Steuerstraftaten, aber auch die immer enger werdende Zusammenarbeit verschiedenster Behörden und Institutionen im In- und Ausland, sowohl auf Verfahrens- als auch auf Gesetzesebene, genießen bei uns schon lange hohe Priorität. Und wir werden auch in Zukunft alles daran setzen, aggressiver Steuervermeidung und Steuerkriminalität wirksam zu begegnen. Steuergerechtigkeit, meine Damen und Herren, fällt nicht vom Himmel, sondern muss hergestellt werden. Steuergerechtigkeit ist Auftrag und dauerhafte Verpflichtung. Herr Staatssekretär, Sie denken an die Redezeit der Fraktion. Herr Präsident, Hessen engagiert sich hier in besonderem Maße. Das war so, das ist so und das wird so bleiben. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Worms. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann kommen wir zur Abstimmung über die Anträge. Top 26, Antrag Sabine Waschke, Karina Fiesmann, Stefan Krüger, Gerold Kummer, Fraktion der SPD, 20473. Wer stimmt dem Antrag zu? SPD. Wer ist dagegen? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer enthält sich? AfD, DIE LINKE. Und die FDP war auch dagegen. Ja, ja, schon gut. So, dann kommen wir zum Dringlichen Entschließungsantrag, Top 62, Fraktion der CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, 20673. Wer diesem Dringlichen Entschließungsantrag zustimmt, bitte um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Die FDP, DIE LINKE und die SPD. Und wer enthält sich? Die AfD. Damit ist der Antrag angenommen. Dann kommen wir zur Abstimmung. Top 66, Dringlicher Entschließungsantrag, Fraktion der Freien Demokraten, keine Finanztransaktionssteuer, 20679. Wer stimmt zu? FDP, AfD. Ruhe, wer ist? Meine Damen und Herren, in der Abstimmung gibt es keine Kommentierungen, bitte. FDP und AfD stimmen zu. Wer stimmt dagegen? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, SPD und DIE LINKE. Damit ist dieser Antrag abgelehnt.